23 Uhr nachts in Wien. Und ich hatte keine bessere Idee, als Burger essen zu gehen. Somit schnappte ich mir Desmond, Matteo, Alan. Und wir haben uns einfach auf die Suche gemacht nach einem Burger, den man nachts in Wien essen kann. Das ist eine Folge, die ihr einfach genießen müsst. Viel Spaß bei der zweiten Folge aus Wien. Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben es spät nachts. Schau mal kurz in mein Handy. 23 Uhr ist es. 23 Uhr. Es ist noch nicht 23 Uhr. Wien ist leider eine Stadt, wo man wirklich nicht so viel Auswahl nachts hat, wo man essen gehen kann. Ab da, wenn es dunkel ist, ist nicht nur die Sonne weg, sondern alle Restaurants, Geschäfte, wie man es nennen möchte, machen auch die Lichter aus. Was aber mich sicher nicht davon abhält, nachts mal einen Burger essen zu gehen. Und da gibt es einen Laden, ich weiß nicht, wie gut der Laden ist, aber was ich weiß, dass es einer von wenigen ist, wo man bis 0 Uhr nachts Burger essen gehen kann. Cap ist Blackwiz, Kuss geht raus. T-Shirt ist Returnity. Diesen Hoodie habe ich in L.A. verloren oder Zipper. Rough End, sehr, sehr geil. Hose habe ich selber gekauft. Schuhe habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ab geht die Luzi, Ladies and Gentlemen. Ich sage euch so, wie es ist. Are you ready to eat some burgers? Yes, sir. Yes, sir. Für die hinter YouTube ist es 23 Uhr. Okay. Ah, ja, ja, ja. Auch wenn es jetzt früher ist. Aber wir tun so, als wäre es 23 Uhr. Ah, okay, ja. Wie viel Uhr haben wir, Bro? Du bist ein bisschen zu spät gekommen, schon, gell? Ist schon 23. Echt jetzt? Wow. Wir müssen uns beeilen, er hat nur noch eine Stunde offen, der Burgerladen. Das wird knapp, jetzt haben wir noch eine Stunde, Bro. Ja. Ich habe euch ja gar nicht verraten, wo wir Burger essen gehen. Und zwar heißt der Laden Burgerei. Ja, die Leute, die Burger mit Ü schreiben, regen mich auf. Die haben sich gedacht, nee, mache ich nicht mit Ü. Mache ich auch nicht mit U. Mache ich einfach mit Ö. Ich hoffe, dass dieser Burger gut ist, dass es auch eine Empfehlung ist, so als Mitternachtssnack in Wien. Es geht mal so, um ein bisschen diese Stadt zu zeigen. Schaut euch mal das an. Wisst ihr eigentlich, dass Wien, glaube ich, eine von zwei Städten ist, die U-Bahn überhalb der Leute fahren hat? Also so auf, ihr wisst eh, was ich sagen will. Ah, und da ist auch schon direkt Burgerei, Ladies and Gentlemen. Seht ihr das? Cool. Mitten an der U-Bahn-Station. Welche U-Bahn-Station ist es? Währinger Straße. Daneben ist direkt zur Bossnerei. Ah, das gehört denen beides. Ja, ja. Ah. Hier kannst du euch parken, oder? Ja, ja. Und jetzt wieder gegen Bordstein besser, das ist alles durch. Schon kalt, Alter. Langsam kommt der Winter wieder, gell? Ja, Bruder. Aber irgendwie feiere ich das auch, wenn es ein bisschen kühler ist, dann kann man so ein bisschen Hoodies tragen, ja, und so. So kuschelig. Rough End, danke für die Jacke, aber okay, geht doch zu. Bruder, wir haben keine Zeit mehr. Ey, warte, hier schon mal Burger essen, aber. Ah, Bro. Spontan Burger essen. Weißt du? Für die Zuschauer ist 23 Uhr, merkt euch das. Weil man kann so bis 0 Uhr hier Burger essen, habe ich gehört. Ja? Hat lang offen, Bruder, für Wien ist gut. Wie läuft sonst das Leben? Ja, Bro. Viel Arbeit. Viel Arbeit? Soll ich sagen? Arbeit? Egal. Ja, auch gut. Das heißt auch viel Geld, Bruder. Ich habe heute freigekommen. Viel Arbeit, viel Geld. Ja. Ja. Läuft, läuft. Ja? Alles super, ja, Bro. Kann mich nicht beschweren. Leben ist gut. Life's good, you know me. Perfect. Ja, gehen wir rüber, oder? Ja. Es ist ja übelst befahrene Straße. Was ist das hier für eine Area? Ist das eine gute Area, oder? Ja, geht. Dort hinten fängt die gute Area an. In die Richtung? Ja, schon. Wo geht's da hin? Ja, so 18, oder? 18, 19. Wir sind eh schon im 18. aber... Hier ist noch so ein... aber dort hinten wird's nice. Was ist eigentlich bei euch passiert? Partner, wir sind Power Rangers. Ja, ja, ich merk's. Ich weiß nicht, ob das hier ein Vibe ist, aber wir werden's rausfinden. Hier gibt es eine Speisekammer. Ja, Bruder. Sieht gut aus, oder? Ja, ja, ja. So, guten Abend. Gott, servus. Gas, no, oder? Sicher. Ja, ist auch genügend für uns, oder? Was sind denn so die besten, die Banger? Also, Klassiker geht immer. Coleslaw, chilliger. Chilliger? Der chillige. Der ganz chillige, Alter. Ja, weil er ganz chillig. Cheddar Cheese Jalapenos, oder? Und rauchiger. Das sind die am besten. Okay. Die anderen sind auch richtig geil. Ja, ja, regionales Fleisch aus dem Weinviertel. Geil. Ohne Zusatzstoffe, ohne irgendwas, nur mit Salz. Ich hoffe, genügend Salz. Oft wird zu wenig gesalzt, will ich nur mal sagen. Passt. Okay. Normalerweise ist immer genügend Salz dabei. Okay, check.
Falls ihr euch denkt, hey, ich will am Abend mit meinen Jungs, so wie ich gerade, die vier Power Rangers, okay, ich bin auf jeden Fall der schwarze Power Ranger, könnt ihr hier rauskommen, euch einen Burger holen, ihr habt die Auswahl zwischen dem Rauchigen, der Scharfe, der Klassiker, der Coleslaw, der Geflügelte, der Fleischlose, der Chillige, der Frische. Eine große, große Auswahl. Kennst du ihn oder? Also, kennen. Man muss mich nicht kennen. Hauptsache, nein, die Burger sind gut. Weil wenn die nicht gut sind, wirst du mich kennenlernen. Nein, jemand hat mir gesagt, so, dass du YouTube machst und dass es perfekt wäre, wenn du mal herkommst. Hättest du gedacht, dass ich so gut aussehe? Ich bitte einmal den Chilligen und einmal den Rauchigen. Ich nehme den Chilligen, Cheddar Cheese doppelt, Röstzwiebel, Salat und Essiggurken. Nehmt ihr zwei Burger? Ja. Warte, soll ich? Ja, ja. Oh! Was ist mit dem Schaf? Oh. Ist keiner dein Schaf? Ich esse den Schafen. Komm, ja, aber warte. Hold on. Jalapenos, auch Röstzwiebel, Burger Relish. So wie eine Art Salsa-Soße. Ah, also der geht mir jetzt Mexican Vibes, oder? Da muss ich den Klassiker nehmen. Klassiker, ja, ist auch eine gute Wahl, oder? Selbstgemachte Soße, oder? Die Cocktailsoße machen wir selber. Ketchup, Mayo, gelber Senf. Nicht verraten. Sonst mache ich morgen hier nebenan die Burgerei auf. Und der Rest ist streng. Aber gelb. Gelber Senf hört sich sehr gut an. Viel Liebe? Viel Liebe, ja. Mein Mann. So muss Wie heißt sein. Du eigentlich? Sebastian. Freut mich, Sebastian. Der Mann hat er nicht bestellt, gell? Ja. Auch den Rauchigen und den Chilligen, alle Jalapenos. Genau, ja. Also wir haben normales Pommes und Süßkartoffelpommes. Die Leute sind aber begeistert. Ich will von also normale. Von der Qualität. Ich will normal. Will jeder Pommes oder reichen so zwei? Zwei reichen. Oder soll ich einfach von Süßkartoffeln normale Pommes einfach einen Haufen machen? Und nee, gar nicht zu viel. Mögt ihr Süßkartoffelpommes? Ja, kein Fan, bin ehrlich. Okay, ich auch nicht. Dann mache ich eine kleine Portion Süßkartoffelpommes und eine größere Portion normale Pommes. Sebastian, okay. Du und ich, wir werden Freunde. Oh, 15 Minuten rein und hier. So wie man hier steht. Ich muss sagen, so der Vibe ist geil. Nebenan ist direkt diese Bossnerei. Hier haben wir die Burgerei. Sehr, sehr cool. Wenn ihr auf Google sucht, vergesst nicht. Burgerei. Weiß ich selber. Müssen wir nicht ausdiskutieren. Könnt ihr mal ein bisschen in die Kommentare drinstehen lassen, was ihr davon haltet. Ich will, dass ihr in diesem Video einfach einen Vibe bekommt, was man so abends mit seinen Jungs machen kann. Man geht mal raus, man gönnt sich einen Burger, man hat Spaß, man quatscht, man sieht ein paar Freunde. Ich sage euch so, wie es ist. Ich hocke so viel von meinem Laptop, bin am Schneiden, bin am Dies, am Runterschreiben, am Konzepte ausdenken. Ich liebe solche Auszeiten. Einfach mal raus, nur einen Burger essen und wieder heim. Vielleicht ein Bier. Spaß, man kann auch einfach einen Almdudler trinken. Ich habe gesehen, ihr habt Almdudler, gell? Ja. Was ist das leckerste Bier? Bruh. Das mit dem Salz sah gut aus. Ich tue immer am Anfang, dann wende ich es und dann nochmal Salz. Geil. Das war's also. Ich sag's dir ehrlich, ich habe schon ein paar Burger in Wien gegessen. Und wenn das schon verkackt ist, denke ich mir oft so, ich Alter. Ich finde, es braucht halt Salz. Ein bisschen Salz, damit noch der Flavor rauskommt, genau. Oder? Nur Salz, das war's, weil das Fleisch hat schon so einen guten Geschmack. Deshalb will ich es nicht zerstören mit Gewürzen oder sonst irgendwas. Ist das eigentlich dein Laden? Genau, ja. Krass, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 26. Crazy. Und schon einen eigenen Laden? Wie lange machst du das schon? Jetzt 1,5 Jahre. Dann haben wir so Hilfe vom Papa gehabt, weil die drei Stände gar nicht. Und dann nach der Matura und nach dem College habe ich dann mich selbstständig gemacht. Feier ich echt. Respekt, Bro. Ich weiß, das ist nicht easy. Und mit 17 habe ich gesagt, ich will einen Burgerladen aufmachen. Egal was kommt, ich mache einen Burgerladen auf. Geil, Bro. Ey, das feier ich richtig hart. Das ist geil. Das ist crazy. Vor allem diese drei Stände einfach. Keiner macht den, geiler Typ. Der Mann gab Geld. Der Mann ist ein. Scan. Dünnere, Busnere. Also der und der da hinten, alle drei von euch. Genau, ja. Die anderen beiden macht der Papa, du machst den anderen. Genau. Richtige Menge Salz, was sagst? Ja, ich bin happy. Okay, dann bist du zufrieden. Ich hoffe immer, dass der Burger gut ist. Weißt du, ich gönn's dem, so weißt du, dass der gut ist. 100%. Ich hoffe, dass er gut ist. Der Mann ist heute sehr laut. Ich bin nie so. Bist du müde eigentlich, oder was? Ein bisschen müde. Ich bin schon 12. Soll ich den Bauch streichen? Soll ich eine warme Milch? Nach dem Essen. Jetzt wird gesmashed. Hat es was Besonderes auf sich, dass du schlägst? Ja, für die Röstaromen und dass das Fleisch eher gespalten wird und dadurch fluffiger wird. Weil die meisten drücken immer und ziehen es dann so, aber ich hau immer drauf. Geil. Da haben wir wieder was gelernt. Hammer. Der Mann hat einfach das Fleisch geschlagen. Beat my meat. Jetzt reicht's. Was sagst du dazu eigentlich? Danke. Wer von euch hat aber Bacon auf dem Burger?
Hier. Ah, okay. Oder feiert ihr Bacon? Jetzt mal real talk. Burger kann ich was. Ja? So, ja, ja. So Bacon und Eggs und Frühstück? Stark. Bacon, ganz wichtig. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich das hart gefeiert habe, aber mittlerweile nicht mehr. Ich habe das Geheimnis gelüftet. Irgendeine Dip-Sauce kommt da drauf, Ladies and Gentlemen. Ich sehe alles. Mir entgeht nichts. Ich sag euch, wie es ist. Mir entgeht nichts. Das ist die Selfmade, oder? Der Mann hört mich nicht. Das ist die selbstgemachte Cocktailsoße, oder? Genau, ja. Die sieht ein bisschen laxig aus. Was sagen wir zu seiner Arbeitsmotivation? Dieses 100, mega, mega, stark. Der Mann ist on fire. Er ist motiviert. Der aber ist Menge von Soße schaut gut aus. Sieht gut aus? Ja, ja. Sebastian, Kuss geht raus, falls du dieses Video siehst, Sebastian. Du hörst mich gerade nicht, weil du am Ackern bist. Ich weiß, du warst hart zu schätzen, dass man hierher kommen kann, einfach mal die Kamera ins Gesicht halten kann und du happy mit am Arbeiten bist. Okay, geil. Ciao, ciao. Farbe vom Fleisch, sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Schön fettig, schön Flavor, so sieht es aus. Mit Käse abgedeckt. Was heißt das jetzt? Käse schmilzt. Geil, Bro. Es schmeckt gut, aber es schmeckt nicht nach dem Käse. Man muss so einfach Käse, glaube ich. Die zwei Burger für dich. Einen ohne Jalapenos, oder? Der genau. Chillige. Der Classic One. Und der komische Chillige. Der Chillige. Komische. Dexterwürsten. Ich sag so, wie es ist. Also wenn das nicht passt, weiß ich auch nicht. Dann ist schwarz in der Mitte. Verstehst? Ja, noch den. Ah, so, ja. Perfekt. Burger schon sehr gut aus, Brot schon top aus. Soßen haben top ausgeschaut. Ja. Ich kann mich dem Mann nur anschließen, bin ganz ehrlich. Es geht heute nicht darum, den besten Burger zu finden, den geilsten Burger, blablabla. Wir genießen einen Burger, ihr könnt daran teilhaben. Natürlich werde ich euch sagen, wie geil ich den Burger finde, so, aber ich will den nicht bewerten. Der Mann hat sich hart viel Mühe. Müsst ihr euch dann noch kurz durchprobieren, ja, aber eins von den beiden. Danke dir. Lasst es euch schmecken. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Service top. Ja, ja, er ist motiviert, der ist cool, der ist cool drauf. Ja. Also, mich freut es erstmal, dass wir uns alle hier versammelt haben. Ich würde sagen, lassen wir es uns schmecken, genießen wir diese Burger. Ja? Let's go. Ich sag so, wie es ist. Pommes wichtig. Was probiere ich hier? Chili Mayo. Pommes sind crunchy. Nice. Ja, gell? Ich feier die auch. Mit Trüffel Mayo besser. Pommes ballern. Ja? Das Trüffel. Ja, doch, das Trüffel Mayo? Ja, ja. Chili Mayo ist scharf. Nimm mal. Du siehst hier gleich raus auskommen wir. Also tot. Boah, die Pommes machen richtig Bock, Alter. Ja, ja. Das ist, glaub ich, diese Selfmade Sauce. Ein paar davon hat vielleicht zu crunchy gemacht, aber ich liebe das. Das ist so eine Geschmackssache. Ich sag auch so, hier geht übelst die Action ab. Die Männer haben auch Spaß, richtig. Wir machen genau das Gleiche. Es sind nur andere Generationen. Ich habe auf jeden Fall den ganz normal klassischen Cheeseburger. Mit welchem fängst du an? Der rauchige? Ja, genau. Soll ich rauchige anfangen? Oder? Ich würde mit dem anderen anfangen, weil der rauchige viel intensiver ist. Guter Call, guter Call. Mit Kopf arbeiten. Wie ist mit Kopf? Der Mann, true. Also direkt okay. Guten Appetit, Männer. Mahlzeit, Jungs. Ich sage einfach nur, erster Biss, macht Spaß, innen sitzt alles. Brot ist viel Brot, ja, könnte ein bisschen weniger luftigeres Brot sein. Dann wäre ich, weißt du, wie ich meine? Dann würde ich jetzt nicht sagen, mach mir dieses Brot ein bisschen luftiger. Aber dieser Burger, ich sag so wie die hier gerade stehen, macht einfach Spaß. Campus. Ja. Mhm. Manchmal, ja, manchmal geht es nicht darum, dass man, oh, ich muss den Besten. Bruder, stell dich hin, iss und halt deine Klappe einfach manchmal. Kennst du das? Aber ich finde Fleisch perfekt. Ja, Fleisch ist gut. Böse Crunch auch, ja, gell? Ja, irgendwas ist hier drin scharf. Aber nicht verbrannt. Aber nicht, nicht verbrannt. Nee, nee, gar nicht. Na, top. Auch wenn man Fleisch nur selber. Fleisch sitzt perfekt salzig. Ja, komm mal her mit der Kamera nach. Crunch. Einfach Kruste. Der Mann hat einfach eine heftige Kruste hinbekommen. Das ist stark, gell? Top. Röstzwiebel, Cheddar Cheese. Der Mann liebt der Röstzwiebeln, verehrte Damen und Herren. Macht man nie was Falsches. Für mich sind Röstzwiebeln mehr Hotdog, aber ich fühle es auch, also kann es essen. Für mich ist aber, am liebsten habe ich eine rohe Zwiebel. So rohe Zwiebeln in Burger finde ich geil. Ja, aber rote. Stark. Feinschmecker, weißt du? Feinschmecker. Feinschmecker. Gibt es so eine Bierglocke eigentlich hier? Ding, ding. Ein Bier? Ja. Cola Zero. Eine Cola Zero. Das habe ich leider nicht. Fritz Cola. Ich nehme, ja, Fritz Cola, alles gut. Ich nehme das, ja.
Wenn du sagst, dass das der gute Call ist, ja, dann nehme ich das. Kann. Gib mir lieber ein Wasser. Ein Wasser steht ja, ein stilles, ein stilles. Auch für alle Leute aus Deutschland, Macava ist so ein geiles Getränk und gibt einfach, es gibt es einfach nicht in Deutschland, check ich nicht. Es gibt nichts Besseres. Doch, aber Macava ist oben Macava mit dabei. Ist schon top of the notch. Und ich auch noch was trinken. Der Mann geht mit Burger vor. Er will den nicht mal ablegen, nicht, dass ich reinbeiße aus Versehen. Oder? Schau, fein. Hört euch das jetzt an. Ist ein gutes Bier. Hammer machen. Ich werde das perfekt gesalzen hier. Der Burger ist so gut. Eieiei. Ja, wie du sagst, so ein Anlass. Einfach mit den Jungs hinkommen. Anstatt immer in den Club zu gehen, oder? Ja, ja. So. Dies, bla, ja. Burger, heim, schlafen. Ich gehe danach noch in eine Bar, aber ja. Aber ihr habt wirklich Hunger mitgebracht, wenn ihr zwei Burger zerfetzt. Ich sage aber so, wie es ist, wir waren heute schon Burger essen. Fleisch ist perfekt, gell? Ja. Ja, finde ich auch. Ich glaube wirklich so, Fleisch kann man nicht besser machen. Ist perfekt. Da hat er sich gut Mühe gegeben. Ja, ja. Welcher taugt dir mehr? Der Chillige war besser als drauf. Chillige war besser? Ja, aber ist trotzdem krank. Der Cheddar Cheese ist Gascon. Ja, der kommt gefährlich. Ja. Preis, Leistung ist Gascon. Was kostet ein Burger? 7,50. Bruder, das findest du in Wien gar nicht mehr. Was sagst du eigentlich zu den Süßkartoffelpommes, du Süßkartoffelpommes-Freak? Sind gut. Okay. Ich probier die jetzt auch. Die war ein bisschen lang drin. Sagen wir es so. Okay, kannst du doch sagen. Aber konstruktive Kritik hier. Ja, Bruder. Es geht vom Geschmack noch, aber sie war ein bisschen lange drin. Ja, deswegen mag ich die, weil man schmeckt es kaum noch. Auch die waren. ja, weil die schmecken nicht mehr nach Süßkartoffel so fast. Aber es ist. Nein. Normalerweise sollte man die auch ein bisschen kürzer drin lassen, ja? Aber ich finde, ich feiere das. Ist halt Geschmackssache. Boah, ich habe einfach Ketchup genommen. Der, Alter. Ich hasse Ketchup. Mögt ihr Ketchup? Nein. Kommt doch mal wo. Der Mann sagt. Ey, das deutscheste Gericht der Welt. Okay, was ist gut? Deutsche Essen. Nudeln mit Ketchup, Bruder. Was sagt ihr dazu? Schwachsinn. Wow. Das ist Studentenessen, wenn man kein Geld mehr hat. Ja. So, Olivenöl, Parmesan, fertig. Fertig. Der Mann hat Geschmack. Was? Olivenöl, Parmesan. Fertig. Krass. Wow. Parmesan immer gut. Bier bin ich 100% zufrieden, ist geil. Ist gut. Ja, geil. Ist halt ein anderes Bier. Voll lecker. Das ist aber stärker, es ist halt 5,7. Ich hatte schon ein paar Bier mehr in meinem Leben, deswegen macht ihr da keine Sorgen, ne? Der Mann wollte nicht mitkommen. Ich will auch mal wirklich mal sagen, ja, danke für den Support, Kuss geht raus, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Die Pommes, über die sage ich nichts. Ich habe gehofft, dass der Burger schmeckt, eben weil er so sympathisch war. Hat er geschmeckt? Hat geschmeckt. Feier ich deine Schuhe, Bro. Danke. Geil. Und Ausrede. Hey, sind es Clarks, was du trägst? Sirski. Der Mann ist heute auch wieder überfresh gekleidet. Würden wir feiern gehen, wäre gefährlich für die anderen Männer. Da wird nicht viel übrig bleiben. Machen wir aber nicht. Schaut Gabi die Videos? Ja, ich glaube schon. Gabi, das war nicht so gemeint. Ja, aber Entschuldigung für die Pommes ist da, weil er hat viel mit uns geredet. Das heißt, er hat wahrscheinlich zu lange drin gelassen, unabsichtlich. Ja. Die Schuld. Nimmt er auf sich. Aber dass man zu dem Laden nicht mehr kommen würde wegen den Pommes, überlegt. Wart ihr schon mal in and out? Ja. So, was sagen wir zu den Pommes? Habe ich nicht gegessen, ehrlich gesagt. Bodenlose Frechheit. Ich würde sagen, bringt eigentlich wenig. Ich würde lieber diese TK-Pommes, ohne dass sie in der Fritteuse waren, essen. Die essen das. Trüffel Mayo. Approved, oder? Chili Mayo. Approved. Die Cocktailsoße. Habe ich nicht probiert. Cocktailsoße ist gut. Approved. Und die Selfmade. Ketchup feiere ich nicht. Barbecue-Soße ist auch nicht so meins. Feierst du Barbecue-Soße? Ja, auch nicht so meins. Ich glaube, da sind viele. Oder? Was sagt ihr? Barbecue-Soße? Ja, gell. So mäßig einfach. Muss nicht sein. Alle zufrieden, oder? Auf jeden Fall. Ehrliche Meinung sage ich dir, Brot ist das Einzige, was mich gestört hat. Das war, ist ja ein bisschen zu trocken gewesen. Da fehlt mir der Fluff, weißt du, wie ich meine? Die Luft da drin. Ich weiß, es ist. Das genau. Problem ist, es war so viel los, dann habe ich alles runtergebracht. Ja. Das Fleisch ja. War wahrscheinlich eines der besten, was ich in Wien gegessen habe. Kruste krass, Flavor krass, perfekt gesalzen, wirklich stark. Also Salz war perfekt, nicht Salz mehr war. Und nicht weniger. Für mich hätte es noch mehr sein können, aber dann okay. Ist es für jeden normalen Kunden versalzen. Ja. So, das war perfekt, meiner Meinung nach. Ich bin nur ein Esser, Bro. Ich bin jetzt kein Profi oder so, weißt ja, du? Ja. Der Profi bist du, denke ich mal. Deswegen, war sehr, sehr geil. Los, die mal Daumen, fang mal 2 an. Bargeld mitnehmen, es gibt keine Kartenzahlung wegen, ihr wisst, Geldwäsche. Kommt vorbei zur Burgerin. Ah! Too late, ist aber mit der
das soll nichts zu tun, wenn du mich fragst. Und da ist Legend. Legend kommt. Legend!